So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut. Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie Nile Artifacts funktioniert, damit ihr für euch entscheiden könnt, ob das ein Spiel für euch ist oder nicht. Das Spiel ist für 2 bis 4 Spielende, dauert so ungefähr 20 Minuten, ist ab 8 Jahren empfohlen und ist ein Spiel, wo wir mit unserem Schiff am Nil lang fahren. Wir sammeln verschiedene Karten ein, können damit hier so Aufträge erfüllen, sammeln dafür Punkte und wer das einfach am besten und am geschicktesten macht, der hat das Spiel dann gewonnen. Ich würde sagen, schauen wir einfach mal rein. So, das hier ist das Spiel dann einmal aufgebaut. Diese Monumentkarten werden vor Spielbeginn gemischt. 6 Karten davon kommen dann zufällig zurück in die Schachtel. Dann werden 5 Karten hier aufgedeckt. Jeder Spieler stellt einen Gläubigen auf jede von diesen Karten. Die Punktetafel wird hier oben bereitgelegt. Die Punktemarker kommen auf die Nullpunkte. Der Spieler, der zuletzt etwas gebaut hat, bekommt diesen Startspieler-Obelisten. Jeder Spieler bekommt hier so einen Marker, damit einfach jeder weiß, wer welche Farbe spielt. Dann gibt es hier so Artefaktkarten. Die werden halt auch gut gemischt und dann kommen je nach Spielerzahl hier eine bestimmte Anzahl an Karten hin. Bei 2 Spielern sind es 8 Karten, bei 3 Spielern 9 Karten und bei 4 Spielern schließlich 12 Karten. Und wo die hinkommen, ne, wird halt immer hierdurch angezeigt. Das sind halt die 3 blauen Bereiche. Das ist der mittlere blaue Bereich. Ich bin leider absolut rot-grün-blind. Ich denke, das hier ist der grüne Bereich. Das ist in dem Fall der für euch linke Bereich und das hier ist halt der rechte Bereich. Da kommen die beiden Karten hin. Das ist also relativ easy. Auf den Karten ist eben immer zum einen die Abbildung wichtig, weil ich brauche halt, ne, um hier bei diesen Monumenten voranzuschreiten, würde ich jetzt halt 2 von diesen Symbolen brauchen in meiner Auslage später, die ich dann abgeben kann in der Opferphase, dann könnte ich halt vorangehen und würde die 2 Punkte bekommen. Ne? Oder hier zum Beispiel bräuchte ich entweder dieses oder dieses Symbol und dann nochmal dieses oder dieses Symbol. Hier bräuchte ich einfach 2 Ankh-Marker. Es gibt aber eben auch teilweise Karten, wo ich einfach eine bestimmte Region brauche. Das heißt, hier brauche ich für den ersten Schritt 2 Karten aus dieser Region und dann für den nächsten Schritt nochmal 2 Karten aus dieser Region. Die kann man auch über mehrere Runden sammeln. Das Spiel geht dann einfach so los. Ne? Die Schiffe gucken jetzt alle in diese Richtung. Das heißt, wenn ich dran bin, könnte ich einfach vorfahren und mir diese Karte hier nehmen. Die habe ich jetzt und die kann ich vielleicht später irgendwo für gebrauchen. In der Runde jetzt noch nicht, aber es kommen noch ein paar mehr Karten. Das heißt, der nächste Spieler könnte einfach sagen, er fährt hier hin. Dann könnte ich wieder hier hinfahren. Er könnte auch sagen, er fährt dann hier, nimmt sich diese Karte. Dann kann ich wieder hier hinfahren, hole mir dann diese Karte. Er kann hier hinfahren, nimmt sich diese Karte. Und dann komme ich wieder dran, kann mir jetzt irgendwie diese Karte holen. Er kommt hinterher, nimmt sich diese Karte. Ich bin jetzt im Hafen angekommen, führe sofort ein Wendemanöver durch und er macht das auch und führt auch ein Wendemanöver durch. Das war die Schiffsphase. Dann kommt die Opfergabenphase. Da kann ich jetzt gucken, ne, kann ich irgendwas von erfüllen. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, dass ich gerne diese Karte hier ausgeben möchte, die diese beiden Symbole hier zeigt, um hier einen Schritt voranzugehen. Ich könnte alternativ auch sagen, dass ich gerne hier vorangehen möchte, weil ich ja noch so ein Symbol habe. Dann muss ich den aber auch hinlegen. Das steht zwar nicht in der Anleitung, aber pro Opfergabenphase darf ich nur einen Schritt machen. Und wir fanden es immer ganz galant, die Leute hinzulegen, damit man dann die Übersicht hat. Die Karte kommt auf den Abwurfstapel. Jetzt dürfte der Spieler hier überlegen, ob er irgendwo vorangehen möchte oder überhaupt vorangehen kann. Kann er. Er könnte jetzt hier diese Karte ausgeben, die halt 2 von diesen Vögeln zeigt und geht dann einfach hier voran, kann sich auch hinlegen, wobei es egal ist, die Karte wird gleich abgerechnet. Dann kommt das Ding hier eben weg. Jetzt kann ich halt gucken, möchte ich noch irgendwas machen. Hier bräuchte ich halt nur 3 Symbole jetzt dieser Art und ich habe da halt nur 2 von, ne? Weil hier ist es immer entweder oder, fehlt mir noch das dritte passende Symbol. Irgendwo anders kann und möchte ich nichts ausgeben. Das heißt, es war die Opfergabenphase für mich. Jetzt kommt die Belohnungsphase. Jetzt wird halt geguckt, ist irgendwo die oberste Stufe erreicht worden. Hier hat Blau die oberste Stufe erreicht und bekommt dann dafür 2 Punkte. Dann kommt diese Karte auch weg und komplett aus dem Spiel. Hier bin ich auf Stufe 1, das heißt, da passiert nichts. Erst wenn einer ganz oben ist, ansonsten ist auch niemand oben. Das heißt, jetzt wird hier eine neue Karte aufgedeckt. Die beiden Gläubigen kommen wieder hier unten hin. Wir können alle wieder hinstellen. Und dann geht die nächste Runde los, indem wir jetzt einfach 2, 4, 6, 7, 8 Karten hier nehmen und die dann auch entsprechend hinlegen. Das heißt, die kommt hier bei Blau in die Mitte, die kommt hier in die Mitte. Die kommt dann hier in die Mitte, ist auch immer nett für Farbenblinde mit dem Symbol. Das heißt, da komme ich dann auch ganz gut zurecht. Man sollte die auch immer so hinlegen, dass man auch wirklich alle Symbole sieht, die darauf abgebildet sind. Wobei das noch teilweise echt gar nicht so einfach ist zu managen. Ne, der würde jetzt hier hinkommen und die Karte würde hier hinkommen. Und jetzt können wir eben auch wieder losfahren. Und ich könnte jetzt überlegen, ne, möchte ich hier so ein Ankh-Symbol haben? Das brauchen wir jetzt ja, wobei der Startspieler wechseln würde. Das heißt, der Spieler wäre jetzt Startspieler. Und der könnte dann sagen, okay, ne, ich fahre mal hier hin und hole mir hier dieses Ankh-Symbol. Jetzt hat er da eben auch schon ein paar von. Ich schiebe das hier mal ein bisschen hin, dass ihr es noch ein bisschen besser sehen könnt.
Und dann wäre ich dran. Ich könnte sagen, okay, ich fahre auch mal hier hin. Und ich hätte eigentlich ja auch ganz gerne hier nochmal diese Figur, die ich dann brauche, um hier auch noch irgendwie Schritte voranzugehen. Und da hier eine Münze abgebildet ist, bekomme ich jetzt eben auch eine Münze. Was mache ich mit diesen Münzen? Sobald ich 3 Münzen habe, kann ich die ausgeben, um vor meinem Zug ein Wendemanöver durchzuführen. Das ist zum Beispiel dann gut, wenn ich hier bin und ich 3 Münzen habe, kann ich die eben ausgeben und nochmal zurückfahren, falls Spieler da Karten liegen gelassen haben. Oder ich könnte eben 3 von diesen Münzen ausgeben, um mir hier blind die oberste Karte zu holen. Also Münzen sind immer schon mal ganz gut. Das heißt, dementsprechend würde er jetzt wahrscheinlich auch hier hinfahren, würde auch mal gucken, was er so gebrauchen kann. Ne, 2 Angstsymbole hierfür hat er ja schon. Ne, hierfür wäre so ein Angstsymbol auch nicht schlecht. Er nimmt sich dann einfach mal diese Karte, bekommt da auch eine Münze für. Dann wäre ich wieder dran. Na, so eine Joker-Karte ist natürlich immer stark. Das heißt, die ist toll. Er wird dann wahrscheinlich hierhin fahren, sich diese Karte hier nehmen. Ich, na, hier darf ich nicht halten. Das haben wir in der ersten Partie gemacht. Das ist natürlich verboten. Da muss eine Karte drunter liegen. Ich kann jetzt gucken, möchte ich die oder die haben und kann natürlich auch gucken, ne, was bringt da von meinem Mitspieler was. Aber ich könnte dann auch einfach sagen, komm, ich nehme mir die. Er nimmt sich dann die hier. Und jetzt haben wir hier nur eine Karte liegen lassen. Dann bin vorher natürlich noch hier in den Hafen gefahren. Hier auch nochmal den Hafen und mal so ein Wendemanöver durchgeführt. Und nur wenn einer vielleicht mehrere Stops gemacht hat und jemand dann hier schon im Hafen ist und dran ist, dann bekommt er die Münze, die hier abgebildet ist. Und jetzt hätte man da wieder so eine Phase, wo der Spieler jetzt eben zuerst gucken könnte, was kann er erfüllen. Und ne, diese Katzenstatuen bringen ihm noch gar nichts. Aber er könnte jetzt zum Beispiel hier schon mal so einen Schritt hoch machen und würde dann sagen, okay, ich gehe jetzt hier voran, leg die Karten weg, dann könnte ich sagen, komm, na, ich war ja hier eben auch schon tatsächlich einen Schritt vorgegangen und der wäre natürlich liegen geblieben. Ich könnte jetzt eben diese Karten hier abgeben, um dann hier noch einen Schritt voranzugehen. Dann wäre der Spieler wieder dran und er könnte jetzt sagen, komm, er gibt mir hier diese beiden Ankersymbole ab, um hier diesen Schritt voranzugehen. Dann wäre ich wieder dran und könnte sagen, okay, na, ich, hier kann ich ja nicht vorangehen, hier auch nicht, da auch nicht, da könnte ich hinterherkommen. Na, muss ich jetzt überlegen, ob ich hier hinterherkommen möchte oder da hinterherkommen möchte, da hier der Punkteabstand relativ groß werden kann, sage ich einfach mal, ich gebe hier diese Joker-Karte und dieses Angstsymbol aus, um hier auch hinterher zu gehen. Und dann würden wir jetzt eben auch wieder gucken, nachdem alle Spieler gepasst haben. Hier wird noch nichts abgerechnet, hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier schon. Also gibt es da wieder 2 Punkte für diesen Spieler. Dann kommt auch hier die Karte aus dem Spiel. Hier würde jetzt eine neue Karte hinkommen. Wir würden die Miepel wieder draufstellen. Dann würden hier eben auch wieder neue Karten hinkommen. 2, 4, 6, 8 bei 2 Spielern. Die würde man da eben auch wieder hinlegen. Aber ich denke, das grundsätzliche Prinzip des Spiels habt ihr jetzt hoffentlich verstanden. Das ist kein wirklich schweres Spiel. Das ist eigentlich sogar ein sehr einfaches Spiel, das man eigentlich mit ja fast allen Leuten spielen kann, die irgendwie an sich Spiele gerne mögen. Und sobald hier dieser Kartenstapel leer ist, da sind gar nicht so viele Karten drin, ist das Spiel auch zu Ende. Und wir sind hier natürlich nur relativ kleinschrittig vorangegangen. Aber ihr seht das schon, ne, der Spieler hier hat hier eben noch 3 Karten liegen. Das heißt, der kann eben auch mal schnell irgendwo vorankommen, wenn die entsprechenden Karten eben kommen. Man muss eben auch überlegen, ne, will ich jetzt wirklich immer gleich zum nächsten Feld, um hier die Statue zu holen? Oder sage ich, nee, ich springe direkt mal vor, um mir hier vielleicht auch das Geld zu holen? Weil das kann natürlich auch sehr wichtig sein. Wenn ich jetzt wieder Startspieler wäre, ich hätte schon 2 Münzen, dann könnte ich jetzt sagen, komm, ich gehe mal hier hin, bekomme jetzt eben diese Karte und dann auch noch ein Geld. Und dann kann er halt einfach sagen, er fährt hier hin, holt sich dann eben diese Karte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich würde hier hin springen, um mir diese Karte zu holen, würde ich eben auch nochmal ein Geld bekommen. Und wenn er dann sagt, okay, ich fahre jetzt mal ganz gediegen hier hin, könnte ich ihm auch sagen, weißt du was, ich gebe jetzt mal hier 3 Geld aus, um dann eben umzudrehen und nochmal hier hinzufahren, mir diese beiden Vögel zu holen. Er fährt einfach nur hier hin, holt sich den, ne, und dann geht das eben immer im Wechsel so weiter. Und ich hoffe einfach mal, dass die Runde für mich jetzt deutlich besser gelaufen ist als für ihn. Und na, jetzt wäre ich auch, wenn ich das gerade richtig gemacht habe, ja auch dran. Ne, bin schon im Hafen und mein Mitspieler ist aber noch nicht im Hafen. Das heißt, ich würde auch hier einfach wieder ein Geld bekommen. Dann wäre er dran und dann wäre auch die Runde wieder zu Ende. Wir würden wieder gucken, ne, könnten wir hier irgendwelche Opfergaben erfüllen, dafür dann die Punkte bekommen. Und wer am weitesten vorne ist, wenn diese ganzen Monumentkarten gespielt wurden, der hat dann die Partie gewonnen. So, das war einmal ein Gameplay-Überblick über Nile Artifacts. Ich konnte mir vorher nicht wirklich was mit dem Spiel vorstellen, aber es sind eben 20 Minuten, 8 plus. Das, ne, mein Neffe Max ist jetzt 7.
Stand jetzt, also das könnte ich wahrscheinlich auch mit ihm spielen. Ich glaube, in einem Jahr kann er das problemlos managen und dann wird das auch was sein, was ihm auf jeden Fall Spaß macht. Wenn ihr jetzt auch eben selbst neugierig auf das Spiel geworden seid und euch das auch holen wollt, dann lest auf jeden Fall vorher nochmal die Anleitung, weil das war jetzt natürlich nur so ein grober Überblick, wie das Spiel so grundsätzlich funktioniert. Feinheiten lest ihr dann immer selbst in der Regel nach. Aber ich hoffe einfach mal, dass ihr jetzt einschätzen könnt, ob das ein Spiel für eure Spielerunde sein könnte oder eben für eure Familie. Bei mir persönlich wäre es auf jeden Fall ein Spiel, das ich in meinen Standardspielerunden nicht auf den Tisch bringen würde. Denen wäre das auf jeden Fall viel zu wenig. Aber wie gesagt, mit meinem Neffen, der ja auch schon wirklich echt gerne und echt viel spielt, wenn ich noch so ein halbes Jahr warte, glaube ich, dann könnt ihr das ganz gut abholen. Dann macht mir das auch Spaß zu sehen, wie er das so hinbekommt, wie er so die Karten sammelt und bin auch mal gespannt, ob er dann wirklich Spaß daran hat. Und ja, jetzt wisst ihr, ob Nine Artifacts was für euch sein könnte oder nicht. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.